Halt, wartet. Ich weiß, viele von euch können diesen Polygon-Look echt nicht mehr sehen. Doch in diesem Fall wäre es schade, wenn ihr jetzt einfach gleich wieder abschaltet. Denn das Indie-Spiel Stolen Realm, das ihr hier seht, ist eine ziemlich coole Mischung aus rundenbasiertem Taktikspiel, einem Dungeon-Crawler und Rollenspiel-Looter und hat sich ein bisschen Aufmerksamkeit echt verdient. Ich habe das Spiel jetzt mal unter die Lupe genommen, weil es nach längerer Early Access Phase im März seinen vollen Release gefeiert hat und bei den Spielern echt gut ankommt. Es kostet auch nicht mal ganz 20 Euro und ihr könnt es praktisch auf jeder existierenden Hardware spielen, inklusive Nintendo Switch. Wenn euch das zumindest so ein bisschen anspricht, schaut euch das Video an, Stolen Realm ist echt eine kleine Indie-Perle. Das Spielprinzip ist eigentlich einfach. Ihr stellt eine Gruppe aus bis zu 6 Charakteren zusammen und kämpft euch in relativ kurzen, rundenbasierten Taktikschlachten durch die Level. Stolen Realm bietet euch dabei maximale Freiheit, weil ihr bestimmt, wie ihr spielen wollt. Ihr dürft den Schwierigkeitsgrad jederzeit anpassen und auch entscheiden, wie viele Charaktere ihr mitnehmt. Das Spiel passt dann die Herausforderungen an die Größe der Gruppe an. Diese Gruppe kann im Online-Koop aus lauter menschlichen Mitspielern bestehen oder im Singleplayer aus mehreren Charakteren, die ihr alle selbst steuert und gegebenenfalls auch mittendrin austauschen könnt. Ob nun mit Freunden oder allein, eine Partie startet mit der Auswahl des Spielmodus. Davon gibt's 2, die Kampagne und den Roguelike-Modus. In der Kampagne startet ihr von einem zentralen Dorf aus auf eure Abenteuer, so ein bisschen wie in Diablo. Die etwas lahme Rahmenhandlung schickt euch dann von einem Eck der Welt in die andere, während eure Charaktere langsam aufleveln, ihre Charakterwerte steigern und neue Fähigkeiten dazu gewinnen. Auch hier habt ihr alle Freiheiten, weil es nicht nur einen Haufen Fähigkeiten innerhalb einer Klasse gibt, sondern ihr theoretisch sogar Punkte in andere Klassen investieren könnt. Allerdings ist das meistens nicht so effektiv, weil ihr für die stärksten Klassenfähigkeiten schon mal viele Punkte im selben Bereich investiert haben müsst. Durch das Gewinnen von Kämpfen und das Abschließen von Missionen bekommt ihr Loot in Form von Ausrüstung, Gold und Handwerksmaterial. Dieser Loot steigert auf die eine oder andere Weise in aller Regel nur die Charakterwerte, nur ganz selten haben die Items Sonderfähigkeiten. Andere Loot-basierte Spiele bieten da deutlich coolere und abwechslungsreichere Ausrüstung, Stolen Realm bleibt hier etwas konservativ. Zurück im Dorf kauft und verkauft ihr dann Ausrüstung, holt euch neue Tränke, verbessert beim Schmied das eine oder andere Item oder gewinnt mit etwas Glück in der Item-Lotterie einen besonders guten Gegenstand. Letztendlich ist das alles aber nur Beiwerk, hauptsächlich geht's ums Kämpfen. Ein Abenteuer, oder besser gesagt ein Run, besteht meistens aus rund 10 aufeinanderfolgenden Levelabschnitten. Wie so ein Run genau abläuft, ist nicht vorgegeben. Die Welt wird nämlich aus Versatzstücken basierend auf euren Entscheidungen zwischen den Level generiert. Zum Beispiel habe ich hier gerade die Wahl, ob ich im nächsten Abschnitt auf einen Schatz oder auf einen Händler stoßen will oder doch lieber eine Rast einlegen möchte. Bei anderen Gelegenheiten entscheidet ihr euch zwischen unterschiedlich schwierigen Kämpfen, was Auswirkungen auf die Qualität der Belohnungen hat. Manchmal gibt es außerdem noch besondere Eventabschnitte, in denen ihr in bester Dungeons & Dragons Manier auswürfelt, ob ihr eine Belohnung oder Bestrafung erhaltet. Mit etwas Glück oder Pech, das ist Ansichtssache, begegnet ihr bei so einem Event auch mal einem Sonderboss. Die sind teilweise übertrieben stark und kaum machbar. Das kann schon mal frustrierend sein, weil die Bossstärke manchmal überhaupt nicht zum aktuellen Skill-Level passt und euch eigentlich keine Chance lässt, den Run abzuschließen. Wenn ihr so einen Event-Boss dann aber doch mal besiegt, bekommt ihr besonders fette Beute. Außerdem lohnen sich die teilweise auch wegen der ein oder anderen witzigen Situation. Die werden allerdings genau wie alle Hintergrundinformationen zur Welt nur als Textfenster präsentiert. Nicht einmal der Erzähler ist vertont. Der kaut euch zwischen den Level ein Ohr mit Stories über euren Vater ab, nur eben ohne Ton, sodass ihr es manchmal gar nicht richtig mitbekommt. Die Handlung ist also wirklich nur dazu da, dem Spielgeschehen einen Rahmen zu geben. Wegen der Erzählung braucht ihr Stolen Realm also nicht zu kaufen. Aber darum geht es auch nicht.
Es geht darum, in den kurzweiligen Kämpfen und Abenteuern immer besseren Loot zu sammeln und in Kombination mit geschickt gewählten Fähigkeiten das Maximum aus euren Charakteren herauszuholen. Dabei spielt sich Stolen Realms so gut, weil sich die Kämpfe nicht ewig hinziehen und trotzdem viele Handlungsmöglichkeiten zulassen. Die Schlachten schlagen sich also alles andere als von allein, einen groß ausgetüftelten Plan müsst ihr aber nicht haben. Außerdem wird Stolen Realm nie lästig. Das Verhältnis aus Lebenspunkten und verursachtem Schaden ist meistens genau in einem Sweet Spot, wo es nicht ewig dauert, einen Gegner zu erledigen, wo eure Leute aber auch nicht einfach gewonshottet werden. Zumindest meistens nicht. Ihr habt fast immer die Chance, eure Charaktere rechtzeitig zu beschützen oder aus der Gefahrenzone herauszubewegen. Und selbst wenn das ausnahmsweise mal nicht ganz so klappt, ist das kein Beinbruch. Solange ihr nicht im Hardcore-Modus spielt, ist der Held nur ausgenockt. Und selbst wenn ihr, wie ich hier, einen Helden gleich in einer der ersten Runden verliert, könnt ihr immer noch gewinnen, was ich in diesem Fall mit etwas Geduld auch geschafft habe. Vor allem das Schlachtfeld bietet euch dazu viele Möglichkeiten für ein Comeback. Da gibt es explodierende Feuerfässer oder Behälter mit heilender Flüssigkeit, die sich über den Boden ergießt. Und diese Statuen hier gewähren in ihrem Umkreis jeweils einen bestimmten Buff, den ihr geschickt zu eurem Vorteil nutzen könnt. Für eine Truppe wie meine hier, die auf Beschwörungen spezialisiert ist, ist zum Beispiel der Schrein für geringere Mana-Kosten perfekt. Ein Schlachtfeld lässt sich also je nach Spielweise ganz unterschiedlich nutzen. Mit meiner Beschwörertruppe stelle ich mich gerne unter nützliche Schreine und versuche den Gegnern möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Aus der geschützten Position heraus beschwöre ich dann einen Haufen Kreaturen so aufs Feld, dass sie die meisten Gegner beschäftigen. Und wenn dann doch mal einer durchkommt, haut der hoffentlich auf meinen gut gerüsteten Schattenritter. Spiele ich dann mal nur mit einem Helden, zum Beispiel einem auf Hit and Run spezialisierten Bogenschützen, muss ich immer in Bewegung bleiben und kann diese aufploppenden Buffs hier einsammeln. Die frischen zum Beispiel mein Mana auf oder gewähren eine zusätzliche Aktion. Gerade allein ist allerdings die Balance manchmal ein bisschen problematisch. Gerade schwache, aber große Gegnergruppen können da unverhältnismäßig stark sein. Da müsst ihr einfach ein bisschen herumtüfteln und sehen, welche Helden sich mit welchen Skills am besten für einen Solo-Run eignen. Das gilt ganz besonders für den Roguelike-Modus. In dem gibt es kein Dorf, in das ihr zurückkehrt und auch keine Handwerksmaterialien wie im Kampagnenmodus. Ihr schickt hier eure Helden direkt in zufällige Abenteuer. Ein solches Abenteuer besteht aus bis zu 5 Runs, also quasi 5 Missionen direkt hintereinander, die jeweils mit einem Boss enden. Besiegt ihr alle Bosse ohne zu sterben, schaltet ihr eine höhere Schwierigkeitsstufe frei sowie neue Klassen. Dabei gibt es allerdings immer nur einen Spielstand, wenn ihr also sterbt, geht's von vorne los. Immerhin könnt ihr das Spiel jederzeit beenden und später da weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Spielmechanisch zeichnet sich der Roguelike-Modus durch mehrere Besonderheiten aus. Zum einen sammelt ihr mit der Zeit diese Sonderwährung hier, mit der ihr charakterübergreifende Boni freischaltet. Ich habe in diesem Fall alle Punkte auf einen Bogenschützen mit maximaler Chance auf kritische Treffer und Distanz ausgerichtet. Innerhalb des Durchgangs bekommt ihr nach jedem Level völlig zufälligen Loot und vor allem 4 Fähigkeiten angeboten, von denen ihr eine auswählt. Das Besondere ist, dass diese Fähigkeiten aus dem Repertoire aller Klassen stammen und nicht in einer bestimmten Reihenfolge freigeschaltet werden müssen. Es lassen sich also Mischcharaktere mit starken Fähigkeiten anderer Klassen zusammenbauen, wie es in der Kampagne so nicht möglich ist. Und da die Auswahl dem Zufall unterworfen ist, entwickelt sich jeder Durchgang anders, der eine besser, der andere schlechter. Größtes Manko des Spiels sind dabei die Bugs. Besonders im Roguelike-Modus gibt es immer wieder Probleme. Mal geht eine Gegnerrunde einfach nie zu Ende, ein andermal könnte nicht ins nächste Level voranschreiten. Meistens hilft da neu laden, manchmal müsst ihr aber auch den ganzen Run abbrechen. Da sollten die Entwickler dringend nachbessern, da das auch mit Abstand der größte Kritikpunkt der Community ist. Und ebenso bei der Balance ist nicht alles perfekt. Manche Bosse sind arg viel stärker als die Gegner in den Leveln zuvor und manche vermeintlich einfachen Kämpfe sind kniffliger als die schweren.
Und natürlich ist auch die Grafik ein Streitthema, denn die ist Geschmackssache. Immerhin gibt's in den Leveln viele kleine grafische Details, was das Ganze dann doch ein bisschen hübscher macht. Dadurch wirkt der Look nicht ganz so steril. Außerdem verändert sich das Aussehen eurer Charaktere je nach Ausrüstung, was zusätzlich ein Stück weit motiviert. Und das ist insgesamt auch die große Stärke von Stolen Realm: das Spiel weiß, wie es seine Fans motiviert. Sei es durch Kämpfe, die sich nicht wie Kaugummi hinziehen, oder durch ein cleveres Loot- und Fähigkeitssystem, in dem ein Held richtig eskalieren kann. Durch das einfache Spielprinzip und den relativ geringen Zeitaufwand für einzelne Missionen ist Stolen Realm ein richtig gutes Spiel für zwischendurch oder für entspannte Abende mit Freunden.